somit ein herzliches Willkommen zurück bei mir, dem Baureihe 9932 Freak. Ja, zu einer weiteren Modell S Manual Review. In letzter Zeit kommen sehr viele Wagen, aber das heißt ein Wagen, also generell Wagen und Loks, also Rollmaterial. Aber das wird jetzt, denke ich, auch erstmal das letzte sein, denn das wird, denke ich, auch jetzt eines der letzten Videos sein, was ich jetzt so online stellen werde. Weil ab nächste Woche ist ja wieder Schule und dann sind auch wieder Prüfungen dran. Also es wird dann ab nächste Woche erstmal die nächsten zwei Wochen wieder keine weiteren Videos geben. Also das ist jetzt eines der letzten Videos. Es wird nochmal ein, zwei Videos kommen, aber dann ist Ende. Ja, aber jetzt zu der Lok, zu einer ganz speziellen Lok, zu einer klasse Lok, wo ich nie gedacht hätte, dass ich dieses Modell noch einmal bekomme. Aber ich habe es bekommen. Die Porsche Taurus 182004 von Pico. Das ist ja schon ein älteres Modell, das war ja damals, glaube ich, eine Sonderedition von Pico. Ne? Richtig geiles Ding. Und ich musste dieses Modell haben, weil sie war ja zu Beginn bei DB Cargo ja noch. Steht hier noch dran, Wayan Deutschland AG Nürnberg, also Wayan damals noch, nicht Cargo. Aber 2009 kam sie ja zu DB Regio Cottbus mit dieser Werbung noch und so fuhr sie hier damals auch im Regio-Verkehr, ne, Regionalverkehr. Auf dem RE10 zum Beispiel, Cottbus Leipzig, also wo da auch das Umlaufschild da oben hängt, diesen Zug fuhr sie ja und der fuhr ja auch hier durch Karlau. Es gibt auch Haufen Bilder von ihr in Karlau und dazu passt auch der Y-Wagen endlich, deswegen habe ich mir diesen Y-Wagen auch geholt. Ich habe ja bei dem Video habe ich ja gesagt, ich habe was Tolles vor. Ja, das ist dieses Tolle, was ich vorhabe. Die Lok mit dem Wagen, der RE10. Dann kommt ja noch der Wittenberger Kopf von Pico dieses Jahr im November. Dann ist zwar auf Niveau von einem N-Wagen, aber das ist ja egal. Hauptsache, es ist ein Wittenberger Kopf. Und dann hole ich mir noch einen BIMZ-Wagen von Tillich. Diese Wagen, also die heute auf dem Interregio Express nach Hamburg von Berlin unterwegs sind, fuhren damals auch hier mit auf dem RE10, mitgemischt mit den Y-Wagen. Ja, und dann hätte ich meinen RE10 komplett. So möchte ich es mich handhaben. Aber ja, jetzt mal nicht so viel quatschen, jetzt die Taurus. So. Schickes Teil. Neu 2006 im digitalen Startset. Ja, dann wisst ihr ja, wie alt dieses Modell ist, wenn hier 2006 steht. So, aber jetzt. Ich bin zufrieden. Ich bin zufriedener Kerl. Ich bin zufrieden. Ich kann jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Es ist eine Taurus wie jeder andere. Ist aber geil wie sonst was. Ey, holy weit weh. Das von 2006, das Modell. Boah. Was soll man hier jetzt noch sagen, groß, ne? So, Edition Porsche Museum, 182.04. Wayan Deutschland AG, Nürnberg. Ja, Porsche, wir setzen auf die Schiene. Wenn uns die Straße am Herzen liegt. Das Ding, das glänzt doch richtig, ey. Ja. Geiles Teil. Und dann wird es auf der Anlage schön rollen. Auch mit meinem
späteren RE10, der jetzt noch nicht ganz vorhanden ist, außer ein Y-Wagen. Aber ja. Und das wäre es auch von dieser Review. Es gibt ja, wie es gibt nicht viel zu sagen. Es ist nur ein Log zum Angucken, also gibt ja nicht viel zu sagen. Ja, das wäre es damit. Ich bin total zufrieden. Und ja, jetzt im Anschluss, wie immer, die Fahreigenschaften, die Impressionen. Und ja, im nächsten Video kommt dann nochmal die ganze Lok vor einem Zug. Ja, aber damit verabschiede ich mich für dieses Mal wieder und sage ciao, euer Baureihe 9932 Freak.